Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder der Thorsten. Ja, wir sind wieder unterwegs mit Horst und das ist jetzt Horsts erster LKW. Und wir machen eine kurze Fahrt in die Garage. Genau, jetzt sind wir im Fahrzeug selber. Und wir können jetzt eigene Aufträge fahren. Ich habe 400.000 aufgenommen. Das wird natürlich auch alles irgendwie dann zurückbezahlt. Das sind alles Standardsachen. Was mir aufgefallen ist, genau. Aus irgendeinem Grund hängt das ganze System gerade. Mal zu sehen, ob da jetzt wieder irgendwie ein Update läuft oder keine Ahnung, was müssen wir sehen. So, und dann schauen wir mal, was uns die Auftragsangebote bringen. Wir stehen in Hamburg, da wo wir herkommen, ne? Und können jetzt natürlich hier wählen. Das heißt, wir wählen die aus, wo wir am meisten für reinkriegen. Völlig klar. So, Hamburg-Rostock. Schräglader. 6.000, das ist alles noch nicht weltbewegend, aber 6.000 für 700, also fast 7.000 für 187 Kilometer. Das machen wir einfach mal. Stellen das Navi-Ziel ein und sind jetzt für uns selbst verantwortlich. Und das ist natürlich eine schöne Sache. Es sollte vielleicht mal aufgeräumt werden. Ach so, ich sollte rückwärts. Rückwärts fahren ist immer gut. Dann kann man bei Gelegenheit auch mal die Garage aufmöbeln, aber das ist jetzt im Moment erstmal alles zweitrangig. So, Horst muss jetzt sehen, dass er nicht hängt. Was ist denn hier los auf einmal? Und dann natürlich seinen LKW zurückbezahlt, ne? So, hier fahren wir links. Ja, Mensch, fühlt sich gut an. Mal mit dem eigenen Laster so. Ja, da liegt noch unser Butterbrot einmal abgebissen. Freundin für Horst haben wir noch nicht. Dafür müssen dann weitere Packages eingepackt werden. Siehste, ich habe vergessen, weitere Mods einzubauen. Deswegen fahren wir hier nochmal so ein Schwerlastding. Die Sounds sind einfach genial hier. So, Fachmarkt. Wir wollten das Teil, glaube ich, Hamburg-Rostock. Hamburg-Rostock, den wollten wir fahren. Den hier, ja, genau. Auftrag annehmen. Komm, mach hin. Zack, 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 zack. Irgendwie so ein bisschen langsam im Moment. Wahrscheinlich irgendwo wieder ein Update am Start, von dem wir nichts wissen. Verladebereich. Aha. Ohne uns kein Transport, ja. Da müsste jetzt stehen, ohne Horst kein Transport. So. Und wir fahren los, fahren wir. Wieder so ein langes Geschiss hier. Schön mit unserem DAF. Gar nicht geguckt, ob uns da irgendwas entgegenkommt, aber wäre mir jetzt auch gerade mal. Warum hängst denn du schon wieder, Mann? Fahr einfach. Was ist denn da los? Gar keine Mods drin, die du laden müsstest. Na, ich schätze mal, dass das Team im Hintergrund wieder irgendwelche Updates am Start hat. Das werde ich dann gleich zu sehen bekommen, wenn diese Lagerei hier ein Ende hat. Das war gelb. Das war nicht rot. Und hier haben wir uns jetzt falsch eingeordnet und fahren einfach mal vorher. Ja, Mensch, das hat ja super geklappt. Ist das der Elbtunnel hier?
Der Kollege war so freundlich und hat uns reingelassen. Ich glaube, das könnte der Elbtunnel sein, oder? Oh Mensch, häng doch nicht. Weiß nicht, was da jetzt auf einmal los ist. Aber gut, es ist eine kurze Tour, das werden wir irgendwie überleben. Auf jeden Fall. So, wir fahren mal auf die andere Spur. Dann können wir auch mal durch die Städte fahren, zum Beispiel Hamburg. Da einfach mal eine kleine Rundreise oder so machen. Oha, jetzt habe ich gebremst. Ja, ist sehr eingeschränkt, was wir im Moment machen können. Das heißt, die Motorleistung ist noch nicht so prickelnd. Also man sollte dabei Transporten dann nicht nur aufs Geld gucken, was man dafür bekommt, sondern auch natürlich, ob der LKW das überhaupt zieht. Ja, ich meine, hier hat es jetzt noch Jodje-Jange, wa? Aber das kann auch mal anders sein. Jetzt kommt er irgendwie nicht in Gang. Hallo? So. Geben wir mal Gas. Süße, wir bleiben gleich hier. Nächster nehme ich wieder raus. Ja, Horst gewöhnt sich an seinen LKW fährt ihn hoffentlich nicht gleich bei der ersten Tour kaputt. Sei natürlich schade. Was steht neu noch drauf hier? Jetzt der rechte Blinker. Ich wollte gerade sagen, wieso geht der rechte Blinker jetzt nicht mehr? Also irgendwas ist hier im Busch, Freunde. So, mal sehen, dass wir pünktlich sind natürlich. 125 Kilometer, das schaffen wir. Das ist nicht. Das ist so ein Klacks für uns hier. Waren wir hier schon mal? Nee, offensichtlich nicht. Ganz wichtig natürlich, dass der Horst sein Fahrerschild vorne drin hat, ne? Das muss sein. Das hängt schon wieder, aber nicht mehr so schlimm. Naja, es läuft irgendwas. Irgendwas im Hintergrund. Irgendein leckeres Update oder so. Weiß gar nicht, ob der Horst jetzt beim Abholen des LKWs, ob der einen Blumenstrauß bekommen hat oder so. Ich stelle mir das, kennt das Profilbild von ihm, ich stelle mir das gerade vor, er so mit Sektflasche und Blumenstrauß in der Hand für den neuen LKW.
Ach, herrlich. So weit haben wir es dann gar nicht mehr. Muss jetzt nicht ernsthaft bremsen wegen dir, oder? Ein Volvo rechts neben uns. Tanken brauchen wir noch nicht. Jetzt haben wir natürlich dadurch, dass er im eigenen Auftrag fährt, natürlich auch den Punkt, dass er müde wird und hin und wieder schlafen muss. Man könnte das abschalten, aber so ein bisschen realistisch soll es doch sein. Bisschen eierig heute, hm? So, da links ist Rostock. Wo müssen wir eigentlich hin? Ach, Rostock nehme ich mal an. Kann soweit dann nicht mehr sein. Ja, dieses Symbol oder beziehungsweise diese Auswahl beim Einparken, das habe ich abgeschaltet. Das heißt, wir kriegen vorgegeben, wo wir parken müssen. Müssen das nicht jedes Mal neu auswählen. Will ja auch kein Mensch. Ich denke mal, wenn ich bei einer Firma auf dem Hof fahre, kann ich mir da auch nicht ausruhen. Oh, nee, die Parklücke ist jetzt aber blöd, die will ich nicht. Jetzt hängen wir gerade wieder in der Kurve fest. Hallöchen. Das hätte jetzt auch ins Auge gehen können. Ja, Pfiff. Rostock. Hansestadt Rostock. HRU. Dann können wir da eigentlich gleich auch mal eine Runde durch die Gegend fahren, weil so viele Kilometer hatten wir jetzt nicht. Liefern mal eben den Trailer ab und dann. So, eine Verkehrsinsel haben wir nicht, dann, naja, hätte auch so gepasst, wenn da jetzt jemand gestanden hätte. So, wo müssen wir denn mit dem Ding hin hier? Hier nicht rein. Ihr wollt den haben hier? Was wollt ihr damit? Da werden wir jetzt gleich so ein bisschen auf die andere Fahrbahnseite rüber müssen. Warum ist das immer noch eingeschaltet? Das ist jetzt Mist. Das heißt, wir müssen jetzt noch mal zurück. Ich habe das doch abgeschaltet, Mann. Komm, gib mir die zwei.
noch mal gerade gucken hier. So, Optionen, das war im Gameplay. Getriebearg, bla bla bla, Optikstabilität. Das war, wo war denn das? Müdigkeitssimulation, Bußgelder, Rudern, bla bla bla. Genau. Mitteilung für automatisches Parken anzeigen. Ach so, das ist was ganz anders. Mist. Schwierigkeitsgrad parken. Da müssen wir hin. Stellplatz, zufällig, was? Parken für Geübte. So. Gucken, ob es jetzt schon greift. Ja. Da müssen wir rein. Das ist ja ganz praktisch. Auch direkt vorwärts wieder raus dann, ne? Das kriegen wir hin hier. Vorwärts einparken. Abliefern. Ausgezeichnet. Ja, natürlich. So, das heißt, die erste Kreditrate haben wir schon wieder, ne? Und so. Fortfahren. Wir gucken uns jetzt mal eben die Map an von dieser Stadt. Rostock. Rostock ist ja jetzt nicht, ja, nicht so weltbewegend. Naja, da gibt's also nicht so viel zu sehen. So, in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zugucken und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.